Ah, gute Mister Eintracht hier. Kommen wir zuerst zu einem traurigen Thema. Gerade eben ist das Spiel von unserer Eintracht Frauen in der Qualifikation für die Champions League zu Ende gegangen und sie haben leider Gottes das Halbfinale verloren. Das ist ja ein Qualifikationsturnier für die Champions League und da gibt es halt zwei Spiele an einem neutralen Ort, beziehungsweise einer Heimspielstätte. Letztes Mal, wisst ihr ja, haben wir die Spiele zu Hause in Frankfurt gehabt. Diesmal war es halt in Island. Dort spielten wir im Halbfinale gegen Sporting. Dort haben wir 1 zu 0 gewonnen. Ich habe die letzten 15 Minuten, 20 Minuten dann sehen können, weil ich dann erst nach Hause gekommen bin. Und muss sagen, das, was ich so gesehen habe, hat mich nicht so ganz überzeugt. So manchmal ein bisschen, muss man leider sagen, kopflos. Natürlich in den letzten 15 Minuten, wenn du alles riskieren musst, ist ja nur ein Spiel. Dann kommen beide Bälle etc. Aber Sporting hat es immer wieder geschafft, sage ich mal, das Gestochere zu gewinnen. Die waren in den Zweikämpfen vielleicht dann doch griffiger, bissiger. Und ich habe in den letzten 15 Minuten, 20 Minuten keine Chance von der Eintracht gesehen. Ja? Und das sagt schon einiges aus. Sporting hat das auch gut verteidigt, muss man sagen. Allerdings, ey, die Schiedsrichterin war ja teilweise bodenlos. Also ich war ja im Livestream von der Eintracht im YouTube. Der eine, Grüße gehen raus an Marc, der hat die Schiedsrichterin schon gefressen gehabt. Hat einer gesagt, ja. Der Marc hat die Schiedsrichterin gefressen. Hat einer im Chat geschrieben. Und ja, es war halt so. Der Höhepunkt war ja wirklich, dass die Torwärtin den Ball in die Hand nimmt, den Ball vor sich legt, Freigang geht dahin, will ins Tor schießen und wird zurückgepfiffen. Keiner weiß warum. Und da gibt es Schiedsrichterball. Wieso? Der Ball war frei. Die hätte ins leere Tor schießen können. Was war da los? Ja, natürlich an letzte Minute Freistoß. Alle nach vorne. Tor ist leer. Ja, dann machen die jetzt 0-2. Ich meine, du musst ja riskieren. Haben jetzt demnächst noch ein Spiel um Platz 3. Da, es geht um nicht nur der Erste. Nur der das Mini-Turnier gewinnt, qualifiziert sich. Was bringt ein Spiel um Platz 3? Das ist das Schlimmste, was es gibt. Das ist wie bei der WM, EM, in, WM war es, ne? Wo es ein Spiel um Platz 3 immer gibt. Das ist ein Spiel, du kommst ins Halbfinale, es ist ein Erfolg, dass du im Halbfinale eigentlich stehst und im Endeffekt beendest du das Turnier vielleicht mit zwei Niederlagen. Spiel. Du verlierst das Halbfinale und du verlierst das Spiel in Platz 3 vielleicht. Und das Spiel in Platz 3 ist, interessiert keine Sau. Klar, schaut man sich das vielleicht an. Aber wenn du das Ding gewinnst, ja, du jubelst ein bisschen, ja. Aber du jubelst ja nicht mit Party. Du machst ja keine Party, weil du trotzdem nur Dritter bist. Es wird sich keiner daran erinnern, wer wann wo irgendwann Dritter war. Wisst ihr es noch? Wer war dann und dann Dritter? Ihr wisst es nicht. Niemand weiß es. Das ist ja das Schlimme. Alter Falter. Naja, kommen wir aber jetzt zum nächsten Thema, die 1000 Karten für Kurzfristige. Denn ihr wisst ja, zu den Spielen unserer Männer, die ja eigentlich immer ausverkauft sind, gibt es immer 1000 Karten oder gab es immer 1000 Karten für Kurzentschlossene. Ja, die wurde auch ein bisschen wieder verworfen, sage ich jetzt mal, mit der Ticketbörse. Obwohl man immer wieder mal einen Schuss an Freikarten bekommt. Der Kicker hat den Praxistest gemacht, dass man irgendwie, ja, Freitag oder so, am Donnerstag, dass da Karten angezeigt wurden, aber immer nur eine nebeneinander. Das stimmt so nicht, weil ich habe auch Donnerstag, auch um die Uhrzeit ungefähr, wie die angegeben haben, geguckt. Aber die waren vor allem alle hintereinander, war auch in Ordnung. Hintereinander, komplett hintereinander, ist schon geil. Von daher, und die waren nicht nur kurz da, sondern die waren immer wieder da. Also ich weiß nicht, wie Kicker recherchiert hat. Tut mir leid an Kicker, ich liebe euch, aber da habt ihr falsch recherchiert. Die waren eine ganze, ganze Weile immer wieder da. Über mehrere Stunden. Kein Plan, aber ist auch egal. Die 1000 Karten, die jetzt vor kurzem geschlossen sind, die sind durch die Ticketbörse, weil es kommen ja wirklich immer wieder Karten in die Ticketbörse. Wenn es also einfach die größere oder die teure Kategorie ist, aber manchmal auch für günstigere. Steher wird komplett schwer sein, ist ja keine Frage.
Aber oftmals sind es wirklich nur Einzelticket. Und wie wir so ein Ticket haben. Ich meine, klar, manche stellen sich dann dadurch trotzdem in die Stehkurve rein. Allerdings, das ist ein bisschen blöd, wenn du wirklich sitzen musst und mit einem Freund sitzen willst, dann hast du keine Möglichkeit. Denn dann hast du nur zwei Sitze, aber dann weit entfernt. Das ist auch doof. Du willst ja zwei Sitzer nebeneinander haben und das ist dann wirklich schwierig. Aber, und das ist das Positive, die 1000 Freitickets, die es da gibt, die sollen jetzt für Schulen etc., für Vereine angeboten werden. Und da können die sich immer wieder bewerben. Und ich finde das in Ordnung, dass diese 1000 Karten an die Umgebung vergeben werden. Das ist für Nachwuchs gut, denn es ist ja wichtig, dass wir Nachwuchs bekommen. Klar, dann werden wir sagen, Konkurrenz um meine Tickets. So denken manche Fans. Ja, da habe ich auch Konkurrenz um meine Tickets. Nee, ich finde das doof mit den 1000 Tickets. Es gibt wirklich Leute, die so denken. Es ist kein Scherz. Viele haben auch gesagt, ja, gerade die Älteren, sagen wir so, die dann so aus den 70er Jahren geboren wurden, ja, wir sollten doch jetzt die Karten so vergeben, nach dem Alter, wer am längsten Mitglied ist. Und denke ich mir, was ist denn jemand, der jetzt 20 Jahre alt ist und seit 20 Jahren Mitglied ist? Soll der benachteiligt werden, nur weil er später geboren ist? Nein. Sage, wenn du nur den Älteren es gibst, dann wenden sich die Kleinen weg, also die Jungen. Das macht doch gar keinen Sinn. Natürlich. Das ist echt traurig, dass Leute so denken, ne? Holy shit. Aber Fakt ist, ich finde es gut, dass so 1000 Karten, wie gesagt, an Vereine etc. spontan vergeben werden und die sich darauf bewerben können. Das ist so ungemein wichtig. Denn gerade die Regierung muss man unterstützen. Und heutzutage läuft vor allem jemand Bayern, Schalke, okay, Schalke ist jetzt weiter unten, vielleicht nicht mehr so. Deswegen Bayern und Dortmund, das ist vor allem immer in der Schulklasse. Wir haben das Glück in Hessen, dass auch Frankfurt gut vertreten ist, gerade jetzt noch mit dem Erfolg, dass auch vielleicht mehr wieder Frankfurt sind, ne? Aber wenn du denen nicht die Möglichkeit gibst, ins Stadion zu kommen, ist das scheiße. Und dann sehen die eher ganz oft Dortmund und Bayern im Fernseher. Und dann werden die Dortmund und Bayern Fan. Wenn du ihnen aber die Möglichkeit gibst, boah, ins Stadion zu gehen, in Frankfurt und jetzt alles erleben, den Verein, das Singen, das Drumherum. Und dann können sie sagen, boah, ich war im Frankfurt Stadion, war voll schön. Und dann wollen die vielleicht nochmal rein, dann gehst du halt mit dem mehr als Selbstzahler da rein. Und das ist das Gute. Und natürlich ist auch das Ziel, so viele Fans wie möglich zu haben, damit die Mitgliederzahlen nochmal nach oben gehen. Ist auch wichtig. Natürlich dann Fanartikel etc. Das sind alles kleine Zahlen, die aber am Ende sogar Millionen Umsätze bedeuten können. Und das ist der Vorteil daran. Da war gerade kleine Fliege. Und deswegen ist es wichtig. Und jemand, der jetzt meckert, weil man das an Sportvereine oder Schulen etc. vergibt, 1000 Karten, weil sie selbst keine Karten bekommen. Ey Leute, dann habt ihr von Eintracht Frankfurt und den Werten keine Ahnung. Wir sind die heilige Gemeinschaft. Das heißt, wir halten zusammen und wir sind eine Gemeinschaft und gönnen es den anderen auch. Und nicht nur Ego, Ego, Ego. Und das, was Tickets betrifft, leider Gottes der Fall. Ja, ich bin auch beim Ticket-Finale in Sevilla leer ausgegangen. Ja. Aber ich habe mich für die anderen gefreut. Und ich habe gesagt, ja, ich finde es auch in Ordnung, wie es verteilt wurde. Klar, die Ausverkaufskarten, aber dann Teil Mitglieder, Teil EFC, etc. Komplett in Ordnung. Wenn die Leute sagen, ja, es müsste nur an die EFC verteilt werden, nein. Es müsste nur an die Mitglieder verteilt werden, nein. Wieso sollte irgendein Teil benachteiligt werden? Wie gesagt, die Auswärtsdauerkarten, klar. Und dann Dienststück, Dienststück und Dienststück. Komplett in Ordnung. Und ich habe es eben gegönnt. Ich bin halt nicht ausgewählt worden. Hat dann Glück natürlich, dass ich dann eine Karte vor Ort geschenkt bekommen habe. Nochmal Grüße gehen raus an Olli. Ich liebe dich. Ich werde dich immer lieben. Aber mal ganz ehrlich, das ist halt das Ding. Und deswegen finde ich das mit den 1000 Tickets in Ordnung. Klar, für mich ist es einfach. Ich habe Dauerkarte und dementsprechend muss ich mich nicht drum kümmern. Aber ich kann euch sagen, ich habe bisher zu jedem Spiel
Tickets bekommen. Und ich krieg für meinen Neffen immer Tickets, für Freunde, die immer mitgehen. Und das zu jedem Spieltag. Es ist möglich und teilweise auch ohne Anstrengung. Ja, wenn man spielt, nur mehr Anstrengung geht. Aber es zu jedem Spiel ist es möglich, Karten zu bekommen. Sage ich euch nur. Von daher wünsche ich euch jetzt einen schönen Tag. Bald ist hier alles neu, wird umgestellt. Danke auch an Olli, der hat mich dann auch ein bisschen unterstützt. Olli ist egal, weißt du. Schenkt mir die Karte fürs Finale. Bin nur am Heulen erstmal. Unterstützt mich hier noch ein bisschen. Also danke, Olli. Liebe geht raus. Und dann seht ihr bald, wie es hier abgeht. Gerade dann im November, wenn hier die komplette Renovierung ist. Ach, das wird geil. Und dann starten wir hier gemeinsam durch mit der Eintracht, die natürlich auch durchstarten wird, auf Platz 1. Also wenn ich hier renoviert habe, steht die Eintracht auf der 1 und wird am Ende Herbstmeister. Entschuldigung. Ich sage Ari mit der G. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Bis dahin und ciao, ciao.